Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Hardcore mit meiner Wenigkeit. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht es deutlich besser. Ich hatte jetzt in den letzten paar Tagen sehr viel Stress durch meine Klausuren, aber ja, es habe ich jetzt alles hinter mir lassen können und ja, yeah. So. Ist schon eine Weile her, dass ich Minecraft gespielt habe, aber wir sind ja jetzt in der glücklichen Lage, dass wir die Dings los sind. Mach ich mal wieder zu hier. Ja, es tut mir übrigens leid, dass die Folge letztes Mal so langweilig war. Ich habe extrem viel wegschneiden müssen, weil es einfach viel zu wenig, weil ich viel zu wenig Content hatte und ich habe halt eigentlich über 1,5 Stunden aufgenommen. Ich dachte, das würde reichen, aber es war dann doch ein bisschen sehr lange, warte ich, warte kurz, war dann doch ein bisschen sehr lange, diese Hornschilder-Farm. Gerade ein bisschen drin, sorry. Ja klar. So. Browser gut. Kann ich nicht liegen, aber man könnte es einfach mal probieren. Oh, das sind noch Fischchen. Natürlich Scheren. Schnipp, schnipp. Und so. So. Dann laufen wir mal weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte. Ich hab Sand gefarmt. I guess. Ach genau, weil ich auf jeden Fall Glas haben wollte für meine Base. Weil wir einen Sand Atschen wir einfach mal weiter. Hier ist Essen. Essen hatte ich auch immer. Alter, was ist denn heute los? Dann gibt es hier irgendwelche Updates hier. Hab ich aber nicht gestartet. Tut mir echt leid, Leute. Aber kann ich natürlich jetzt schlicht, nochmal beenden, weil wo ich gerne alles von vorn bis hinten zeigen würde und nicht irgendwie Sachen rausschneiden wollen würde oder dann zu einem anderen Zeitpunkt einfach weiterspielen würde, weil es ist ja ein Projekt, was ich sehr gerne mache und ich möchte das natürlich mit euch teilen und natürlich ein bisschen wack, denn dann wenn da einfach eine inhaltliche Lücke ist. So. Ich mach das jetzt einfach ein bisschen runter, ist Gott. Traurig. Bisschen besser. Sind noch Planes. Wäre natürlich nicht schlecht. Nicht immer ein bisschen. Okay. Nehme ich vielleicht nicht mit. Ich bin eigentlich nicht der Clay-Fanatiker. Aber auch nur, weil ich das mit den Villagern ganz gern trade. Ach genau, ich wollte ein Dorf finden. Ein Dorf wollte ich. Dafür bin ich sowieso. Ey, ich hab es. Ich natürlich nicht, nein. Das, also so ein Dorf ist schon echt. Also es sieht auch einfach cool aus, so mit den Stelzen. Ich mag ja auch das Akazienholz, ne? Alles keine schlechten Sachen. Nicht am Arsch. Sollte mal mich demnächst auf jeden Fall
Wasser? Oh Gott. Sieht echt scuffed aus. Was ist so scuff wie meine FPS gerade? Der geht. Oh. So. Das wollen sie. Meinen lieben Villagern natürlich nicht ihr letztes. Bauen. Mit. Nichts nur zu. Kurz überlegen, haben Kartografen? Ja, er ist nicht. Mit dem könnte ich auf jeden Fall ein bisschen traden. Oh, hier ist ein Cleric. Von dem könnte ich Enderpan vielleicht noch kriegen, aber dafür habe ich leider nicht. Also ich glaube ein Cleric. Kann ich kurz googeln. So froh wieder Internet zu haben. Für mich endlich nicht mehr wie ein Neandertaler. Güngün. So. Ah, ein Kind, hallo! Unsinn. Ist hier noch ein Menschies? Wieder John Menschies. Hier. So, Cleric. Ah ne, der tradet. Oh doch. Der tradet Enderperlen für Emeralds. Alter, vier von den Schalen. Ein Emerald auf. Aus den Schmerzen. Er tradet Gold. Rotten Flash, ja, dann sollte ich vielleicht mal nachts wach bleiben. I guess. Und mir ein bisschen Rotten Flash vielleicht zusammenfahren. Ein Kind. Alles nice. Und natürlich potenziell alles mit Sklaven. Bin ich schlecht. Ich mach das Feld hier erstmal kaputt. Mach ich mir noch eine ähnliche Wasserquelle draus. Essen wir jetzt erstmal drauf. Ja. Gut. Mach ich hier. Einfach des Zweckes. Nachdenken, das ist nicht so gut. Also. Vielleicht demnächst ein bisschen. Ich bräuchte einen Fletcher, damit ich erstmal ein paar Fletcher waren das. Oh ja. Fletching Table. Ja. Da brauche ich wieder. Da brauche ich wieder ein paar. Ja. Komm drauf. Gravel, hier, Feuersteine. Jetzt soll ich's. Ufo Gravel. Gravel. Bisschen tauchen. Hier. Seh ich doch alles weiter. Ja, nö.
nötig. Ja gut. Oh. Nice. Kurz atmen. Rotten Flip. Richtig. Euch vielleicht noch. Hol mal. Ah, nice, gut. Ich hab schon zwei. Kann ich mich auch erstmal entsorgen, I guess. Dann mache ich ein Fletching Table und nehme einen Villager sein Buch. Optimal, aber manche. Ich hab jetzt auf den Cleric. Ja, Farmer, den werde ich wahrscheinlich. Okay. Arbeitet jetzt auf einem anderen Feld. Aber. Ja. Hat er da oben vielleicht noch? Hier ist noch was? Aber auch kein. Ein Komposter. Jo. Müsste der auf jeden Fall. Hey, what the fuck? Warum hat er noch seinen Job? Ist er denn nicht arbeitslos? So. Ah, das wird jetzt sich ein wenig schwierig. Irgendjemand einen geilen Beruf? Fuck. Dann habt ihr mal nicht so. Ist so wichtig. Ey, ich könnte den Kartografen erstmal. Was machen? Muss ich aber. Ah, okay, Okay. Ja. Hey. Jetzt auch noch doof, ehrlich. Ah, ich glaube, dann hole ich mich mal kurz hin. Sorry. Haben wir ein bisschen Platz hier. Rutsch rüber. So. Matsch ich hier mal rüber. Natürlich dem Boy abgeben. Ja. Du sollst doch nicht so einer werden. Überleg noch mal. Jetzt auch. Wait. Komm jetzt. Stöcker. Jetzt auch Stöcker haben. Da war noch immer schon dein Traum. Nein. Er ist auf einer Mission. Witzend. Nein. Nein. Dein Ernst. Nicht dein. Das ist der. Komm, hallo. Hey. Nein, hör auf, in irgendwelche Häuser zu gehen. Willst du doch auch nicht machen. Jetzt reicht's aber. So. So. Jetzt ist aus. Mann, Alter, hör doch auf, die ganze Zeit so eine Scheiße lernen zu wollen. Ey, bedräng mich jetzt nicht so. Ja, komm, geht doch. Einfach nicht wählerisch sein, ja, gern. Hüp. Immer ein bisschen Hack. So. Ja, bim bim. Ha? Ha. Girl. 106 Emeralds. Ha. So. Ich muss auf jeden Fall mir eine neue Axt machen. Und
wieder Holz farmen, weil ich definitiv Holz brauche. Aber ich werde mir erstmal wieder hier eine Kiste kommen, um mir ein bisschen Platz zu machen. Ich kurz kauen, wenn ich so zum Braten habe, I guess. Dann gucken wir einfach mal ganz kurz, ob ich irgendwie Wikis drin. Erstmal alle möglichen Sorten von Holz mit, außer jetzt so den schöner gewachsenere Bäume, die ich immer so leicht abbauen. Ich werde auf jeden Fall mindestens ein Stack farmen. Erstmal. Weil ich halt so fucking viel Holz brauche. Um mir genug Smaragde zu holen, weil die. Ey, hallo! Ich habe einen Apfel bekommen. Wirklich strong. weil ich mindestens 4 Smaragde brauche für eine Enderperle. Das ist relativ. Könnte auch einfach mit den. Ist gar nicht. Eisen. Gibt so neben Zombie-Pac-Man gibt es noch andere Viecher, die Gold gegen Ware tauschen. Kein Drogendealer, aber es könnte natürlich insgesamt nicht. Und ja. Aber da ist die Chance sehr gering und es dauert halt basically ewig, bis ich da bisschen Enderperlen gekriegt habe. Die droppen dann auch nur 4 auf einmal. Jetzt nicht so Bock. Sollte mir auf jeden Fall demnächst mal wieder ein Schild machen. Wenn mein Creeper in der Nähe ist, könnte mich das Schild auf jeden Fall retten. Falls ich sowas wie Reflexe besitzen würde. Aber ich glaube doch noch an mich. Ich glaube, dass ich tatsächlich dadurch gerettet werden könnte. Ich werde diese Folge ein bisschen länger machen, nur damit ihr wisst, weil die letzte Folge jetzt zu kurz war. Weil ich natürlich mit Content versorgen möchte. Ich glaube, ich farm erstmal so viel Holz, wie ich die Eisenachse noch habe. Demnächst schon wieder kaputt. Oh, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Minecraft ist schon ein gutes Spiel. Ich habe damals sehr, sehr gerne beispielsweise auf Diagra gespielt. War so ein Server wie Bomber HD, falls jemand Bomber HD noch kennt. Den wollte ich eigentlich von. Pass drauf. Okay. Und
Die hatten halt auch ganz verschiedene Spiele und die hatten halt so ein bestimmtes Survival-Spiel. Da gab es halt so eine Grenze, wo man, also es gab eine PvP-Zone und eine PvP-freie Zone, wo dem Weg. Und in der PvP-Zone konnte man halt andere töten und in der PvP-freien Zone halt nicht. Und dann gab es halt hinter der Zone direkt immer solche Gemetzel zwischen irgendwelchen krass equippten Tryhards, die absolut kein Leben haben. Und eventuell auch cheaten. Dann gab es halt noch andere, die halt ganz gern eine Base gebaut haben und die dann einfach öfter mal gegrieft wurde, weil wenn jemand zum Beispiel X-Rayed hat, falls jemand das nicht kennt, X-Ray ist quasi wie ein Wallhack, dass man halt durch die Wand einfach gucken kann, ob da irgendwelche Structures sind. Und das ist natürlich, wenn man jetzt Bases raiden möchte, halt viel zu einfach, dann, wenn man das sehen kann, was da drin ist. Das konnte man damals auch mit Bedrock beschützen, aber dafür hätte man sich rein TP'en müssen und raus TP'en müssen, was halt nicht so leicht ist, weil ich glaube, ein Stück Bedrock hat halt ultra viel gekostet in so einem Shop. Und ja, das konnte sich halt, das konnte man sich eher nicht so leisten. Halt eher so ein Luxus, Luxusgut schon fast. So. Holla Sklave. Noch kurz was. Dann gibt's ein paar Stöcker. So. Du bist ganz heiß auf Stecker. Okay. Wirklich willig gerade. Ich kann zu trainen, aber der ist halt gleich kaputt, ne? Was? Gönnt aber auch Hack heute. Ist, ich werde trotzdem mal hier in die Kiste. Mal die restlichen, Böcker machen. Geht da nicht da dran, ne? War nicht gut. Okay. Zack. Und der hat sogar sein Angebot reduziert. Sehr nice, sehr nice. Theoretisch könnte ich mir auch ein paar Pfeile holen. Oder ein Bogen. Ich glaube, machen wir erstmal kurzfristig. Ja, auf jeden Fall für ein... für ein Ender-Dragon nicht schlecht. Wenn ich den irgendwann mal machen möchte. Den brauche ich eigentlich nicht. Leider nicht. Ich könnte mehrere Bögen verzaubern, die dann kombinieren. Wäre möglich. Okay. Hallo! Frechheit! Ja. Und jetzt? Mein Bett. Willst du tun, ne? Ja. Ey, hallo, runter. Runter von meinem Bett. Frechdachs. Das ist doch Bockreden. Ich glaube, jeder kennt mittlerweile in seinem Freundeskreis so einen Freund, der mittlerweile einfach so ein komisches Trading-Business hat. Und diesen Typen hier nach seinem Werktisch bringen, damit er endlich sich resettet und wieder ein paar Stöckchen gibt. Was fragt ihr geben? Ich könnte schon mal zum Cleric gehen, weil ich... Erik? Hallo? Und jetzt hin? Jung. Hier, der steht da hinten. Ich hoffe, der ist jetzt nicht verschlossen.
Da oben. Ne, das ist ja Kathedral. Nitwit? Den Nichtsnutz? Hier oben muss der doch. Kollege. Was ist denn mit dir los? Hä? Nee, du bist gar nicht. Du hast gar keinen Job. Klare. Oh, Redstone ist natürlich. Oh, aua. Tut ein bisschen weh. Ah, du musst. Der tatsächlich vielleicht nicht das Gravel wegschmeißen soll. Ne? Komm, mach mal ein bisschen. Guck auch nicht hin. Ja, hey! Sofort rankommen hier. Kollege. Ich hab mein Stocksortiment wieder dabei. Das sind Premium-Stöcker aus Istanbul. So. Hm? So. Geht gleich weiter. Hier habe ich wieder einen Fassmarkt da. Gut, sehr gut. Reinpacken. Cool. Lieber ein paar zu viele als ein paar zu wenig. Mal gucken, wie viele hier auf dem Knopf nicht wachsen. Ich bin Botaniker. Natürlich das richtige Maß an Dicht und Licht und Dicht. Freiraum und Dicht. Sapling. Rückensitzlinge. Der Skin Cleric. So schmerzhaft. So viel Emeralds dafür auszugeben, dass er Redstone tradet. Ich muss ich nicht zurückkommen. Tell me what you got. Hab es. Aua. Komm, Enderpan. Das Bock. Das sind kein Enderperlen, aber ich glaube, Enderperlen kommen noch. Dann. Oh, teuer, 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 teuer. Aber habe ich so ein paar Rostones. Keiner guess. Wenn es ein bisschen beleuchtet ist. Hopp. Noch einer hin. Und sind. Oh, mit Stöcker! Ah. Nein, dran. So, sehr schön. Erstmal wieder weglegen. So, kaufe ich noch ein Glowstone und dann müsste ich. Was gibt es next? Ha! So weh, komm. Ha? Sind die Ende. Na gut. Dann werde ich noch ein paar Glowstones verteilen. Blob, hier kommt einer hin. Oh, hier gehen sie doch out. Einfach so einen fetten Stein vor die Tür. Ist doch viel besser. Nein. Noch einer hin. Das? Der hat noch keinen Job, ne? Ha. Den könnte ich mir zunutze machen. Oder dafür bräuchte ich halt wieder ein bisschen Feuerstein. Ansonsten? Du willst doch noch.
Looters Game. Ja, noch eine Axt. Hab mich schon zu früh gefreut. Dachte mir so, geil, ja, er resettet sich endlich wieder. Ja, dann gehe ich glaube ich nochmal kurz. Und dann ist die Folge auch noch was vorbei. Ich tue ja. Wie schnell kann das gehen? Jetzt nur noch Holz, damit ich mir die Inner Pan leisten kann. Wird doch noch relativ teuer. Ich brauche. Wird mir, glaube ich, auch 16 Stück machen. Dann habe ich mehr als genug. Erstmal. Und dann. Dann gucken wir mal, ne? Brauche ich nur. In Anführungszeichen. Black Emeralds. Natürlich nicht so ganz einfach ist. Ich dafür warte. 32. 64 mal 32. Also ich brauche basically 32 Stacks von den Stöckern. Oh. 32 Stöcke. Stöcke 8 aus einem Lock. Also 8 Sticks einem Lock. Heißt, ich krieg für einen Stack, also ich brauche für einen Stack Stöcke. Brauche ich 8 Loks und heißt, ich brauche 8 mal 32 Loks. Das sind 4 Sticks. Oh. Ich sollte echt kurz. Ja, dann mache ich das in der nächsten Folge. So, Leutis, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Falls ihr solche Videos unbedingt
gucken wollt und nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Ansonsten wünsche ich noch einen wundervollen Tag oder eine wundervolle Nacht. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis denn. Ciao, ciao.